Hallo und herzlich willkommen in der Monatsensia im Hildebrandhaus. Ich stehe jetzt hier in der Ausstellung Erika Mann, Kabarettistin, Kriegsreporterin, politische Rednerin. Und ich möchte jetzt gerne kurz etwas erzählen zu einem Exponat, das es mir ganz besonders angetan hat. Es befindet sich dort vorne in der Vitrine und dort gehen wir mal kurz hin. Hier in dieser Vitrine zeigen wir ein Foto der großen Schauspielerin Therese Giehse. Es zeigt sie in der Rolle der Dummheit. Es stammt aus dem zweiten Exilprogramm von Erika Manns Kabarett Die Pfeffermühle, das am 1. Januar 1934 in Zürich uraufgeführt wurde. Die Dummheit war eine regelrechte Paraderolle der Therese Giehse. Wie eine Walküre steht sie da, kampfbereit, siegessicher, mit ausgestreckten Armen, überzeugt von der naturgemäßen Überlegenheit der Dummheit über die Vernunft. Und das mit dieser strohblonden Perücke, die aussieht wie aus Stroh, unnachahmlich, finde ich, vor allem den Gesichtsausdruck, verliebt in den eigenen Stumpfsinn. Lächerlich, grotesk und zum Grausen allgegenwärtig. Auf diesem Foto zeigt sich meiner Meinung nach die ganze Wirkungsästhetik von Erika Manns Kabarett Die Pfeffermühle. Indirekt immer eindeutig. Der Leutehirn verklebe ich. Ich nag an der Substanz. Von ihrem Stumpfsinn lebe ich. Es ist ein toller Tanz. Besonders bin ich eingestellt auf Herren, die regieren und die auf dieser ganzen Welt mich freudig akzeptieren. Geschrieben hat den Text die Dummheit Erika Mann, die fest davon überzeugt war, dass es die Dummheit ist, die wir am meisten zu fürchten haben. Überhaupt hat Erika Mann einen Großteil der Texte des Kabaretts selbst geschrieben. Und nicht nur das, sie war Direktorin, Organisatorin, sie hat selbst gesungen, sie hat selbst agiert, sie hat engagiert, sie hat inspiriert. Und unverzichtbar an ihrer Seite war Therese Giehse mit ihrem großen Können, mit ihrem Spiel, das einfach unter die Haut ging. Klaus Mann sprach in diesem Zusammenhang von der Doppelseele der Pfeffermühle. Ohne sie wäre die Pfeffermühle nicht das geworden, was sie jahrelang war, nämlich das erfolgreichste und wirkungsmächtigste theatralische Unternehmen der deutschen Emigration. So Klaus Mann. Kennengelernt haben sich Erika Mann und Therese Giehse übrigens 1927. Damals war Therese Giehse bereits ein aufstrebender Star an den Münchner Kammerspielen und Thomas Mann war längst ein glühender Verehrer ihrer Kunst. Nach der ersten Begegnung von Erika und Therese im Schwabinger Haus der Autorin Christa Winslow gingen die beiden zusammen aus. Sie gingen in ein Kabarett im Kolosseum und haben sich eine Vorstellung von Karl Valentin und Liesel Karlstadt angeschaut. Und es heißt, an diesem Abend hat es zwischen den beiden gefunkt. Sie wurden ein Paar. Auch wenn Erika Mann zu diesem Zeitpunkt noch mit einem anderen aufstrebenden Theaterstar verheiratet war, nämlich mit Gustav Gründgens. Nichtsdestotrotz, im Herbst 1927 gingen Erika und Klaus Mann erstmal auf eine große und lange Weltreise. Therese Giehse machte Furore am Theater und begegnete erstmals Bertolt Brecht. Das war 1929 bei den Proben zur Drei-Groschen-Oper an den Münchner Kammerspielen. Erika Mann befürchtet schon, die Giehse an den Brecht zu verlieren. Doch die Freundin steht ihr zur Seite, vor allem als sie im Kampf gegen Hitler ihr literarisches Kabarett Die Pfeffermühle gründet. Am 1. Januar 1933 ist Premiere in der Bonbonniere, gleich um die Ecke am Hofbräuhaus. Das historisch Besondere an der Pfeffermühle ist übrigens, dass erstmals in der Geschichte des Kabaretts jede Verantwortung in den Händen einer Frau liegt. Als Star des Ensembles spielt Therese Giehse die Glanznummern und sie übernimmt auch Regie. Erika Manns Kabarett war literarisch und politisch. Das heißt, man wollte unterhalten, um damit eine große Öffentlichkeit zu gewinnen und gleichzeitig politisch wirken. Und wie ging das? Es wurden Märchen und Balladen, Kindergeschichten und scheinbar harmlose Alltagsgeschichten erzählt. Man spielte mit dem Unausgesprochenen, ohne sich zu verstecken. Und man liebte das Naive, um es zu entlarven.
So stand etwa Erika Mann als Prinz vom Lügenland auf der Bühne mit Reitstiefeln, mit einer strammen SS-artigen Uniform und besang die hohe Kunst des Lügens. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer immer lügt, dem wird man glauben. Viel Zeit blieb der Pfeffermühler allerdings nicht in München. Bereits im März 1933 gingen Erika und Klaus Mann ins Exil. Auch Therese Giehse musste München und Deutschland als Jüdin verlassen. Man begegnet sich wieder in der Schweiz. Die Pfeffermühle machte im Exil weiter. Die Tour ging durch die Schweiz, die Niederlande, durch Luxemburg, durch die Tschechoslowakei. Und insgesamt gab es bis 1936 mehr als 1000 Vorstellungen. Aus dieser Zeit haben wir ein ganz besonders schönes Dokument im Nachlass von Erika Mann, nämlich das Tourneebuch der Pfeffermühle, das wir hier in dieser Vitrine zeigen. Darin steht, wann die Pfeffermühle wo gewesen ist, in welchem Land, in welcher Stadt, in welchem kleinen Dorf das Kabarett versucht hat, mit Witz, mit Unterhaltung und mit Schärfe gegen die Nazis anzukämpfen. Therese Giehse hat es geführt. Handschriftlich hat sie darin alle Auftrittsorte, alle Programmnummern und alle Darsteller festgehalten. Es ist ein wichtiges Zeugnis über eines der berühmtesten Kabaretts Deutschlands. Kein geringerer war es als Josef Roth, der über die Pfeffermühle an Erika Mann schrieb: Sie machen 10-mal mehr gegen die Barbarei als wir alle Schriftsteller zusammen. Als es für die Pfeffermühle in Europa immer schwieriger wurde, versuchte Erika Mann einen Neustart in Amerika mit der Peppermill. Allerdings ohne Erfolg. Nach nur 3 Vorstellungen war das Ende der Peppermill besiegelt. Erika Mann kämpfte weiter gegen die nationalsozialistische Diktatur als Vortragsrednerin, als Publizistin und als politische Rednerin. Therese Giehse kehrte zurück nach Europa, in die Schweiz, wo sie am Zürcher Schauspielhaus ein Engagement hatte, das bis 1966 andauerte. Damit ging der Lebensweg der beiden Frauen auseinander. Freundschaftlich verbunden blieben sie sich allerdings ihr Leben lang. So, und das war jetzt die Geschichte für euch, die hinter meinem Lieblingsobjekt in der Ausstellung steht, hinter dem Foto von Therese Giehse als die Dummheit. Und wenn euch diese kurze Einführung gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Kanal der Münchner Stadtbibliothek abonniert, wenn ihr dabei bleibt. Wir werden hier in Zukunft weitere spannende Geschichten und Hintergründe bringen über das, was uns hier in der Monazensia bewegt und umtreibt. Und natürlich freuen wir uns über jeden Daumen, der nach oben zeigt.